Mein Name ist Vences Fobora und mit dieser Tatra fahre ich in Afrika, in Deutschland, Polen, Rallye. Ich denke, komm mit, sitzen und ich zeige dir, was die Auto machen jetzt. Mein Name ist Carsten Menke, ich bin Geschäftsführer von Truckvertrieb und Service in Kassel. Heute begrüßen wir hier 200 Gäste und interessiertes Fachpublikum zu einem Offroad-Event, das wir erstmalig hier in Kassel durchführen, im Kiesbruch von Melato-Wegener. Und wir haben dort 11 Fahrzeuge, die unseren Kunden und ihren Fahrern zu Testfahrten zur Verfügung stehen. Und zusätzlich begrüßen wir das Tatra Rally-Team, was hier eine Co-Pilotenfahrt veranstaltet und entsprechende Eindrücke von einem Rallye-Truck mit 930 PS vermittelt. Was besonders gut gefällt, ist eben, dass man wirklich zu Alltagsbedingungen hier im Gelände mit beladenen LKW die Berge, die Kurven so nehmen kann, wie es tatsächlich eben ein Kraftfahrer im Tagesgeschäft verrichtet, dass man hier eben auch einen Eindruck von einem Rallye-Truck gewinnen kann, für die ganze Familie ein buntes Programm geboten wird und zum Glück natürlich unsere Besucher dafür Dank gebührt, dass heute das gute Wetter mitgebracht wurde. Testen Sie die Fahrzeuge, die eben geländefähig sind von der Marke Tatra. Testen Sie die Fahrzeuge von der Marke DAF, die eben nicht nur im Gelände, sondern eben auch auf der normalen Straße zu Hause sind. Vergleichen Sie die Kabinen, vergleichen Sie das Ansprechverhalten am Berg im beladenen Zustand. Betrachten Sie auch den Hydrodrive LKW, der als Anfahrhilfe bis 30 km/h es ermöglicht, dass ich auch im Gelände keine durchdrehenden Antriebsachsräder habe. Und auch bedanken möchte ich mich bei Meiller, die auch die gezogenen Einheiten hier unterstützend beigebracht haben. Ansonsten genießen Sie den Tag.